Da kann man auch nicht immer sagen, dass sie spielen kann. Die Schwester von Hasi, die ist auch noch mit drin. Und noch eine, die hat sich aber ihr Knie verletzt und kann dadurch eben nicht an den Trainingszeiten teilnehmen. Gehen wir jetzt mal kurz in den zweiten Satz. Cindy Nörkel wird den beginnen. Ja, die Frage, es hieß immer, der Name ist kompliziert auszusprechen. Jetzt verrate uns doch mal ein Geheimnis. Wie heißt Hasi richtig? Ich kann das auch nicht direkt aussprechen. Den Vornamen kann ich dir sagen, den Nachnamen will ich nicht. Da will ich auch nichts Falsches sagen. Hasan heißt sie. Hasan, ja. Gut, das ist schon mal ein Anfang. Dann werden wir uns Hasi nachher einfach mal holen und sie einfach mal fragen, weil das interessiert mich dann doch. Muss ich auch mal sagen, wir hatten mal drei Vietnamesinnen. Ihre Schwester, die eine ist aber gegangen. Und es war natürlich immer auf allen Turnieren, war es natürlich immer ein Highlight, weil drei Vietnamesinnen in der Mannschaft, es war natürlich schon Hingucker. Ja, vor allen Dingen, das hört sich nicht gerade nach einer Erfolgssportart in Vietnam an. Faustball gerade, weil es so hoch und Asiaten gelten ja eigentlich als eher klein. Ist nicht die ideale Voraussetzung für Faustball. Das ist stimmt, aber ihre Schwester Hami, die war bei uns Schlagfrau, obwohl sie sehr klein war. Sie war aber, hatte die Sprungkraft einfach und die Schnelligkeit und dadurch, bei uns war das alles ein bisschen anders. Bei uns standen die Großen hinten und die Kleinen vorne. Ja, ich meine, ist ja auch, das ist ja auch was. Faustball, man sagte uns, man fängt relativ spät an, so mit 12. Wann hast du angefangen? Ich weiß es immer nicht, ich bin so fünf, sechs Jahre spiele ich jetzt. Ich bin jetzt 20. Also, ja, ich habe ziemlich spät eigentlich angefangen. Aber es ist auch wirklich am Anfang schwer, weil der Ball einfach, da muss man sich halt dran gewöhnen. Und wenn man so als kleiner Mensch anfängt, ist es halt schwer. Aber man sollte Faustball auch früh anfangen. Ja, so 10, 12 ist immer gut. Wie kommt man auf Faustball? Ich kann es vorher auch nicht, bin aber durch Freundinnen darauf aufmerksam geworden und die haben mich einfach mit zum Training geschleppt und dann dachte ich, ja, das ist doch mal was, das macht nicht jeder und ist spannend und macht Spaß. Kann man die blauen Flecke zählen, die man so kriegt von dem Ball? Ja, man kann sie zählen. Das ist natürlich das Gute auf dem Feld, das ist einfach das Schmeißen, es ist nicht so schmerzhaft. Aber blaue Flecke, Schürfwunden, mal ein bisschen Blut, das ist normal. Zeigt den Einsatz. Ja, ich hoffe nicht, dass wir Einsatz an den Verletzungen messen müssen. Wäre ein bisschen schade und hört sich zu sehr nach Handball an. Nee, also so schlimm ist es dann doch nicht. Ja, also es ist eine Herausforderung, aber die Verletzungen sind jetzt nicht so schwerwiegend. Aber wenn man sich halt schmeißt auf so einen harten Hallboden, ist ja. So, jetzt das Spiel geht relativ fix voran. Wir sind jetzt schon wieder bei 3 beide. Und Ulrike Schubert wird den Ball einbringen. Wir haben auch so ein bisschen den Eindruck bei eurem Spiel gehabt, dass es von der Seite etwas leichter ist zu spielen. Ist das ein subjektiver Eindruck? Hattest du den selber auch? Ja, das ist komisch. Das passiert aber öfter mal, dass man irgendwie auf einmal seine Lieblingsseite da entdeckt und dass man an dem Tag eben die Seite gut für sich beherrschen kann. Also das ist nicht generell so, dass es die Seite ist. Ich hatte manchmal gedacht, aufgrund allein, weil Martina Müller große Schwierigkeiten hatte, auf der rechten Spielseite, auf ihrer Seite dann den Ball anzunehmen, vielleicht aufgrund der Wand vielleicht, dass das möglicherweise immer so ist. Nee, das ist nicht so. Also man hat ja gesehen, dass sie sich sehr geärgert hat über manche Bälle, aber die nimmt sie sonst eigentlich sehr sicher an. Also das hat sie schon. Die Wand ist ja ihr ständiger Begleiter auf ihrer Position, also. Das ist heute mal eine Ausnahme gewesen, dass sie die nicht so richtig angenommen gekriegt hat. Ja, ihr kommt ja nur viel rum. Wie viele Spieltage hattet ihr jetzt so die Bundesliga-Saison über? Wir hatten 6 Spieltage, 3 Heimspieltage und 4 Auswärtsspiele. Ja, und wo wart ihr? Wir waren wir waren eigentlich in Niedersachsen immer, in Förde, wir waren in Schneverding. Und wir waren in Hamm und wir mussten natürlich eben fahren und dadurch haben wir eben den Vorteil, dass wir 3 Heimspieltage hatten. Ja, also hauptsächlich Niedersachsen. Hauptsächlich.
Ja, wie sind die Hallen da im Vergleich zu? Kommen da mehr Zuschauer? Ist es enger vielleicht auch auf beiden Seiten mit den Mauern? Weil wir haben hier einmal, sehen wir es hier vorne, dass wir viel Platz haben, auf der anderen Seite die Wand. Wie ist das in den anderen Hallen? Ja, das ist immer ganz unterschiedlich, also auch von den Zuschauern her. Also dadurch, dass bei uns ja Faustball sehr wenig noch gespielt wird und auch gezeigt wird, ist eben der Zuschauerandrang immer ein bisschen größer als in den anderen Hallen. Die kennen das halt alle schon. Und die Hallen sind auch alle unterschiedlich. Manchmal hat man wirklich, dass man so wie drüben nur diesen einen Meter hat und die Hallen auch ziemlich eng sind. Von den Decken her ist das unterschiedlich. Da hängen manchmal irgendwelche Seile runter und muss man schon sich immer auf die Hallen einstellen. Unsere ist eigentlich, finde ich, sehr gut. Wie seid ihr da immer angereist? Wir haben das hier gehabt, wie beim ersten Spieltag mit Förde und mit dem deutschen Meister Alhorn. Wir sind zum Teil einfach einen Tag früher angereist, haben in der Sporthalle übernachtet. Ihr auch? An zwei Spieltagen mussten wir das machen, weil wir einfach zu lange gefahren sind. So wie jetzt, wo wir den letzten Spieltag in Förde hatten. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Ich vergesse sowas immer sehr schnell. Da mussten wir 5 Stunden halt fahren und wollen wir einfach nicht morgens so früh los. Das ist ja auch nicht für den Körper so gut. Ja, wenigstens erfolgreich gespielt? Ein Spiel gewonnen und eins verloren. 1-3. Aber eben auch gegen Alhorn verloren, was verständlich ist, weil die einfach mal eine Klasse besser sind. Ja, das kann man dann auch mal anerkennen, wenn der deutsche Meister spielt. Als Aufsteiger kann man das, denke ich, anerkennen. Trotzdem gab es große Unzufriedenheit über die ganze Saison, aufgrund dessen, da ihr Punkte, viele Sätze und Punkte abgegeben habt, die einfach nicht hätten sein müssen. Ist das wirklich nur mit Unerfahrenheit zu erklären? Nee, das denke ich nicht, aber es ist einfach, man, dieser Glaube an sich selbst wirklich, das ist, also ich kenne das selber persönlich und wenn man dann eben mal das sich richtig macht, dann ist ja jeder anders, mancher rafft sich wieder auf, der andere, der frisst das in sich rein und steigert sich da ein bisschen rein. Und dadurch, also das ist so das Problem, dass man einfach nicht den Kampfgeist manchmal zeigt, wenn man einfach unten ist und sich nicht aufrappeln kann. Wäre es hilfreich, wenn die Menschen, die dann herkommen oder vielleicht auch neue Leute, die herkommen, einfach ein bisschen lautstarker dabei wären? Ich würde es mir wünschen, aber ich kann es auch verstehen, weil man möchte natürlich auch nicht, dadurch, dass man es nicht kennt, die Spieler irgendwie verwirren oder hat Angst, vielleicht sich da was Falsches zu sagen. Aber es wäre schön, wenn mehr Stimmung herrschen würde, ja. Ja, Stimmung kann man ja allein dadurch erzeugen, durch den Aufschrei. Beim Punkt, was ja das eine oder andere Mal ja auch durchging durch die Halle, aber es ist natürlich mit mehr Leuten mehr möglich. Richtig, ja. Und da muss auch in der Mannschaft manchmal ein bisschen mehr, dass man sich gegenseitig hochzieht und das ist manchmal schade, dass es eben, dass man sich an dem Fehler runterzieht und sich nicht. Aber vielleicht kann man das auch mal aufklären, wie ist das beim Faustball? Sollte man während des Ballwechsels eher ruhig sein, wie es auch beim Volleyball eigentlich gang und gäbe ist? Oder wäre das eigentlich egal von den Zuschauern her gesehen? Nee, also es kommt drauf an. Beim Aufschlag ist es natürlich, den meisten ist es lieber, wenn die Halle ruhig ist, damit man sich konzentrieren kann. Geht es aber darum zu kämpfen, ist es natürlich gut, wenn man mal den bisschen motiviert und auch mal ein bisschen was sagt und lauter wird, wie auch immer. Aber generell, also ja, bei den Aufschlägen ist es wichtig, dass man ruhig ist und möglichst seinen Mund hält. Ja, du selber, wir haben dich nur nicht spielen sehen im ersten Spiel. Was ist so deine Position? Ich spiele zurzeit Abwehr. Ist aber egal, ob rechts oder links. Das heißt, du spielst eigentlich alles, aber zurzeit im Moment spielst du Abwehr. Richtig. Okay, und was sind, gibt es da eigentlich eine genaue Aufgabenteilung, Abwehr? Also ich habe jetzt links oder rechts, also Außenabwehr würde ich das einfach mal nennen. Jetzt der Punktgewinn und der zweite Satz für Schneewerding, das werden wir auch nochmal kurz mit einleuchten. Direkt der Aufgabenverteilung, bleibst du einfach hinten und wartest, bis der Ball kommt oder? Wartest, bis der Ball kommt oder wie wird das gelöst? Ja, das Wichtigste ist wirklich, dass man ruft, dass jeder seinen eigenen Ball ruft und nicht sagt du oder einen anderen Namen ruft, sondern dass wirklich jeder den Punkt holt, den er meint zu kriegen. Und es ist schon verteilt. Natürlich, die Abwehr ist hauptsächlich an der Angabe dabei,
Und die Mitte ist halt zum Heben da. Das ist eigentlich festgelegt. Und halt die beiden Schlagleute, dass sie wirklich versuchen, das beim Dritten eben drüber zu schlagen. Ja. Ja, so haben wir es auch gesehen, bei euch in der Mitte, Nixdorf, mit fast immer mit, dann vorne mit bei. Es sei denn, sie musste selber annehmen, dann ist Ludwig meist. Ludwig, nicht Ludwig. Ludwig mit vorgegangen, hat das angespielt. Wie schwierig ist das, diesen Heber zu spielen quasi? Wir haben das oftmals gesehen, dass er oft zu weit geht. Ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass es oft sehr schwer ist. Man muss einen sehr ruhigen und ja, stabilen Arm haben. Und das ist Routine. Das muss man üben. Aber jetzt, wo man natürlich erste Bundesliga spielt, sollte das konstant hinhauen. Und beim letzten Spieltag kam eben Maren Ludwig und Simone Hermann, dankeschön, auch sehr konstant gehoben und dann sind auch öfter eingesprungen und das muss einfach, das manchmal springt er über den Arm, das ist völlig okay, aber das muss sitzen. Ja, das ist ja klare Ansage. Ich meine, wir ist ja letztendlich nichts anderes als das höchste Niveau der Damen in Deutschland, erste Bundesliga. Da sollte das schon klappen. Und jetzt schauen wir kurz nochmal aufs Feld. Es firmiert sich nochmal neu. Angabe erneut für Berlin durch Ulrike Schubert. Und damit gehen wir in den dritten Satz. Und Schlieberding hat sich gut eingespielt hier in den ersten beiden Sätzen. Hat beide doch relativ deutlich gewinnen können. Das macht die Aufgabe für euch nicht einfacher. Ist das eigentlich ein großer Vorteil, dieses Spiel Pause dazwischen zu haben? Das ist auch immer unterschiedlich. Wenn man natürlich das erste Spiel gespielt hat, deutlich gewonnen hat, sich ein bisschen erwärmen konnte, ist es natürlich ganz okay, wenn man das zweite Spiel gleich danach spielt. Hat man sich aber, so wie wir heute, auch wieder mehrere Sätze als drei gespielt, dann ist es natürlich vorteilhaft, wenn man mal eine Pause zwischendurch hat. Man muss sich natürlich wieder warm machen, aber es hat beides so seine Vor- und Nachteile. Ah, guter Schlag und jetzt muss man da erklären, das gibt jetzt einen Punkt für Berlin.